Was gibt es eigentlich Schöneres, als alten und betagten Menschen einen wunderschönen Nachmittag zu bereiten? Und genau das geschieht heute Nachmittag hier. Der Grund ist die mittlerweile 64. Eugen-Russ-Ausfahrt. Eine Veranstaltungsreihe, die längst zur Institution geworden ist. Alljährlich im Herbst trifft man sich hier an Bord des größten Eventschiffs Europas, MS Sonnenkönigin, um hier bis zu 600 Seniorinnen und Senioren aus allen Teilen des Landes, aus sozialen Einrichtungen, mittels den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Roten Kreuzes hierher zu holen, um ihnen ein paar vergnügliche, unbeschwerte Stunden zu bereiten. Mit an Bord ist eine Zauberin. Wie immer eine Abordnung der Militärmusik Vorarlberg und eine Unterhaltungskapelle. Sind Sie das erste Mal bei der Eugen-Russ-Ausfahrt? Das erste Mal. Und wie gefällt es Ihnen bis jetzt? Bis jetzt gut. Frau Zech, sind Sie das erste Mal da auf der Eugen-Russ-Ausfahrt? Das zweite Mal. Und wie gefällt es Ihnen da? Immer gut. Frau Böhm, sind Sie das erste Mal auf der Eugen-Russ-Ausfahrt? Das dritte Mal da. Ja. Und wie gefällt es Ihnen? Super, super. Wir haben gerade gesehen, das ist eine Bombenleistung, was die da machen. Gell? Was gefällt Ihnen denn besten? Alles, mir gefällt alles. Mir gefallen die Leute, die rundum sind und man kann schwätzen und lachen. Gell? Das ist wunderschön. Man vergisst einmal alles wieder. Und jetzt in wenigen Minuten geht es los und man möchte ganz einfach zeigen, soziale Institutionen in Vorarlberg, dort sind viele Menschen, die dieses Land mit aufgebaut haben und die es heute verdient haben, unbeschwert ein paar Stunden zu feiern.